Herzlich willkommen im Naturschaugarten Bischofswiesen. Mein Name ist Sepp Stangassinger. Ich bin der erste Vorstand von hiesigen Obst- und Gartenbauverein. Die Gemeinde Bischofswiesen ist sehr glücklich mit der hervorragenden Zusammenarbeit mit dem Obst- und Gartenbauverein. Wir haben damals begonnen, hier eine Streuobstwiese aufzubauen. Und im Zuge der Jahre haben wir jetzt einen Naturschaugarten. Hier sind verschiedene Beeren, Johannisbeeren, schwarz und weiß, Heidelbeeren, Erdbeeren, kann man natürlich schon abpflücken, darf auch jeder, die sind sehr gut. Das Insektenhotel ist von einem befreundeten Zimmerer gespendet worden. Jetzt sind wir beim Insektenspielplatz. Insektenspielplatz deshalb, weil sich hier Insekten austoben können, Insekten einnisten können, aber auch ein Bereich ist, wo sie ihre Ruhe haben. Unsere Hühner sind Dekomaterial, sie haben auch Zuwachs bekommen, die kleinen Pipperl, und somit rundet es das ganze Gelände ab. Des Weiteren haben wir einen Tümpel für Reptilien gemacht, aber auch als Tränke für unsere Bienen und Wildbienen. Hier ist unser einzigartiger Naturschaukompost. Man sieht die verschiedenen Schichten. Oben ist das Frische. Die nächste Schicht ist ein halbes Jahr alt und von hier weg bis runter ist es fertiger Kompost. Dann ist die Idee geboren, hier eine Kräutergalerie zu erstellen. Und somit kann sich jeder, der was will, hier Kräuter pflücken. Dieser Naturschaugarten ist für die Gemeinde eine enorme Bereicherung. Er ist nicht nur optisch sehr schön anzuschauen, er ist auch für alle Bürgerinnen und Bürger ein Mehrwert. Sie können hergehen, können sich Obst holen, wir haben eine Bank da, können da verweilen und nehmen somit auch Anteil an unserem Motto Bischofswiesen blüht auf. Ab 1. Juli ist die Endentscheidung bei der Landesmeisterschaft der Vielfaltsmeister. Mit das gewaltig frei, wenn ihr uns eure Stimmen gebt. Vielen Dank, der Link steht unten.